Hallo, heute zeige ich euch, wie ihr die Ophelia-Schnitte nähen könnt. Ophelia ist ein Schnitt, der zwei Schnitte in einem enthält. Einmal kann man ihn als Kleid nähen und einmal als Shirt. Und für beides gibt es auch extra Schnittteile im Schnitt, sowohl für die Damen als auch für die Kinder als auch für die Babys. Ich zeige euch auch beide Versionen, damit ihr ganz sicher sein könnt, dass ihr den Schnitt auch locker nachgenäht bekommt. Ja, wir fangen mit dem Kleid an und ich wünsche euch wie immer viel Freude beim Zuschauen und Nachnähen. Begonnen wird wie immer mit dem Zuschnitt. Ihr müsst euch zuerst natürlich entscheiden, ob ihr das Kleid oder das Shirt nähen wollt. Wie gesagt, ich beginne jetzt mal mit dem Kleid, zum Shirt nachher mehr. Sowohl beim Kleid als auch beim Shirt habt ihr zwei Möglichkeiten, den Ausschnitt zu arbeiten. Entweder ihr fasst den Ausschnitt ein. Dann müsst ihr unbedingt darauf achten, dass ihr 1,5 cm Nahtzugabe an den Ausschnittkanten gebt. Also mehr als üblich, einfach deswegen, weil der Bündchenstreifen, den man sonst ansetzen würde, 1,5 cm breit ist. Und das muss ja nachher von der Überlappung noch hinhauen. Und deswegen müsst ihr, wenn ihr den Ausschnitt, die Kante also einfassen wollt, müsst ihr die 1,5 cm jetzt beim Zuschnitt schon dazugeben. Das mache ich jetzt bei dem Kleid, das heißt, ich fasse die Ausschnittkanten ein, das zeige ich euch. Und deswegen habe ich eben hier die 1,5 cm zugegeben. Wie ihr vorgeht, wenn ihr einen ganz normalen Bündchenstreifen ansetzt, zeige ich euch dann nachher bei der Shirt-Variante. Bei Lady Ophelia und bei Ophelia, das ist der Kinderschnitt, wird das Rückenteil für das Kleid nicht im Bruch zugeschnitten, sondern in zwei Teilen. Das hat den Sinn, dass hier hinten ein versteckter Abnäher mit drin ist und so am Rücken nicht zu viel Stoff übersteht. Die Shirt-Varianten werden hinten im Bruch zugeschnitten, weil das viele einfach schöner finden, gerade auch für Musterstoffe. Wer das Kleid auch hinten im Bruch zuschneiden möchte, kann dies tun. Das ist ganz einfach. Du legst dir dann deine Schnittteile oben und unten an die Bruchkante und schneidest dann halt einfach hier natürlich nicht zu, sondern dein Shirt, wie du es sonst, oder dein Teil vielmehr, wie du es sonst zuschneiden würdest, im Bruch statt gegengleich. Das würde auch gehen. Das müsst ihr euch dann selber einmal ein bisschen anpassen. Bei der Little Ophelia, das ist der Babyschnitt in Einzelgrößen, da habe ich diese Teilung im Rückenteil weggelassen, einfach weil Babys das noch nicht brauchen, dass man da hinten am Rücken ein bisschen Stoff wegkneift. Das ist nicht notwendig, von daher ist das der einzige Unterschied zu den beiden anderen Schnitten. Also hier habe ich jetzt einmal das Vorderteil zugeschnitten und eben wie gesagt die zwei Teile des Rückenteils für meine Lady Ophelia als Kleid. Als allererstes muss ich jetzt die Rückenteile zusammennähen, rechts auf rechts. Hier an dieser Kante entlang werden die Teile jetzt erstmal aufeinander genäht. Und dann zeige ich euch gleich, wie wir den Ausschnitt einfassen können. Allerdings, das möchte ich nicht vergessen, muss ich euch natürlich auch noch zeigen, was wir für andere Schnittteile haben. Nur der Vollständigkeit halber. Wir haben natürlich noch zwei Rockteile für das Kleid. Das ist einmal der vordere Rockteil und das ist der rückwärtige Rockteil. So, die sind fast gleich, ne? Und zwei Ärmel nach Wunsch. Das können kurze Ärmel sein, das können Dreiviertelärmel sein mit langen Bündchen oder auch einfach nur Dreiviertelärmel ohne Bündchen. Die langen Bündchen, wie man die näht, findet ihr, werde ich euch heute in diesem Video nicht zeigen, findet ihr im E-Book oder aber wenn ihr dazu doch ein Video benötigt, glaube ich, dass ich das bei Lady Mariella auch gezeigt habe. Bei Mariella und Lady Mariella. So, ich habe jetzt hier zwei ganz einfache Bündchen, seht ihr, da ist er wieder, der Versprecher, der obligatorische, wird auch nicht der letzte bleiben, denke ich mal, wie ich mich kenne. Ich habe zwei einfache Ärmel zugeschnitten, also normale Länge bis runter und die werden nachher von mir einfach gesäumt. Ne? Gut, dann haben wir alle Schnittteile erklärt. Wie gesagt, ich gehe jetzt mal los, schneide das Rückenteil nochmal zu. Nein, natürlich nicht. Ich
Nähe die beiden Teile des Rückenteils zusammen. Und dann sehen wir uns hier gleich wieder. Ja, das Rückenteil habe ich jetzt, wie gesagt, zusammengenäht und nicht, wie ich eben angekündigt hatte, nochmal zugeschnitten, was ja auch Unsinn wäre. Also drückt mir die Daumen, dass ich mich jetzt ein bisschen besser artikulieren kann und mich nicht ständig wieder verspreche, auch wenn das ja irgendwie ganz witzig ist. So, jetzt fassen wir die Ausschnittkanten ein. Ich zeige es euch beispielmäßig an einer Seite nochmal ganz genau und die andere wird dann genauso gearbeitet. Also im Prinzip ist es ja das gleiche an Vorder- und Rückenteil. Ich zeige es euch am Rückenteil, weil hier mehr Rundung ist. Also, der Bündchenstreifen, ich nehme immer 4 cm Breite, dann habe ich nachher noch genug Spielraum, je nachdem, wie ich ihn dann feststecken möchte. Am Anfang unbedingt ein bisschen überstehen lassen. Warum, zeige ich euch gleich, das hat durchaus seinen Sinn. Rechts auf rechts, ja. Einmal der Länge nach feststecken. Wer das nicht braucht und nicht mehr Anfänger ist, muss das nicht, kann diesen Schritt auslassen. Ich würde hier gar nicht dehnen, hier an der Rundung, dann sieht es nachher viel schöner aus. Und sobald es hier runter geht, leicht dehnen und hier etwas stärker dehnen. So, wenn du eine Overlock hast, kannst du diesen Schritt eben gleich mit der Overlock machen. Und wenn du keine Overlock hast, geht das natürlich auch mit der ganz normalen Nähmaschine. Hier sieht man jetzt, dass da Zug drauf ist. Und hier lasse ich jetzt wieder locker. Das hängt natürlich auch ein bisschen von der Qualität eures Bündchens ab, ne? Dies hier ist jetzt etwas leichter und etwas dehnbarer als das, was ich normalerweise nehme. Deswegen werde ich das ein ganz klein bisschen stärker dehnen, als ich es sonst tue. Das ist aber, wie gesagt, auch so ein Erfahrungswert. Okay, jetzt kann ich da hinten schon mal großzügig abschneiden, auch hier wieder was überstehen lassen. Das gleiche kann man dann gleich auch noch am Vorderteil machen. Auch hier wieder was überstehen lassen. Hier oben auf der Außenrundung nicht dehnen und hier unten leicht dehnen. Und hier mehr dehnen. So. Und auch hier wieder großzügig abschneiden. Gut. Jetzt näht ihr das, wie gesagt, einfach ganz normal einmal an. So schaut es jetzt aus. Einmal von innen. Hier ist die Obi-Naht. Und einmal von außen. So, jetzt wird der Bündchenstreifen um die Nahtzugabe herumgelegt und einfach ganz normal auf der anderen Seite umgeklappt. Da steht dann was über, das zeige ich euch auch gleich von der anderen Seite nochmal, wie das aussieht. Ich fühle von außen immer noch mal, ob das auch wirklich an der Nahtzugabe anliegt. So, jetzt kann man das hier knappkantig absteppen. Mit der normalen Nähmaschine geht das auch. Wenn sich das ein bisschen wellt, kann man das hinterher noch dämpfen oder bügeln. Oder aber, wenn man wie ich eine Cover hat, geht das auch damit. Das heißt, so sieht es jetzt von hinten aus. Ja, hier steht dann nachher was über, das schneiden wir dann ab. Es wird jetzt der Bündchenstreifen knappkantig abgesteppt. Ja, auf der rechten Seite. Das gleiche machen wir dann natürlich auch noch mit dem Vorderteil. Aber da das identisch ist von der Technik her, zeige ich euch das jetzt nicht nochmal extra. Bis gleich! Ja, so sieht das jetzt aus.
Jetzt erkennt man auch den Sinn, warum man am Anfang und am Ende was überstehen lässt, denn das wird jetzt hier nicht so gerade abgeschnitten, sondern in der Verlauf der Form, nicht in der, im Verlauf der Form, Menschenskinders. So, kann man die überstehenden Bündchenreste einfach abschneiden. Ja, das könnt ihr von da hinten jetzt bestimmt nicht so besonders gut sehen. So sieht es jetzt aus und auf der Rückseite sollte normalerweise viel mehr überstehen und das hätte ich dann auch mit der Schere abgeschnitten, aber da meine Maschine, wie das immer so ist, wenn man was vorführen will, nicht das gemacht hat, was sie sollte, musste ich mit 3 Fäden statt mit 2 Fäden nähen und dann steht jetzt natürlich logischerweise auf der anderen Seite nicht so viel über. Also hier ist es ein bisschen mehr, da kann ich euch das nochmal zeigen. Wenn ihr das jetzt mit der Nähmaschine genäht habt oder wie gesagt mit 2 Fäden, dann steht da noch ein bisschen mehr über, wenn ihr 4 cm genommen habt und das ist ganz easy. Das wird hier einfach mit so einer kleinen Spitzen oder vielmehr scharfen Schere abgeschnitten. Und dann sieht das von beiden Seiten ordentlich aus. Schwupp. So. Von außen und von innen schön. Jetzt wird die Überlappung gearbeitet. Dazu gibt es eine ganz, ganz wichtige Markierung. Die habe ich mir jetzt noch nicht übertragen. Das mache ich jetzt, zeige ich euch. Und zwar, Moment, dazu muss ich mal das Schnittteil haben. Auf eurem Schnittbogen befindet sich eine gestrichelte, die hier ist jetzt durchgezogen, eine gestrichelte Linie für als Anzeiger für die Position, wo das Rückenteil endet. Das heißt, ich muss sie jetzt mal hier dran legen. Auf der anderen Seite natürlich. In diesem Fall ist es die obere Markierung. Einfach, ihr habt nachher ja nur eine, das ist jetzt hier noch eine Vorversion, da hatte ich das erst anders, aber das wäre zu verwirrend gewesen. Also ich habe es mir jetzt hier markiert auf dem Vorderteil und dreht es nochmal um. Um es jetzt leichter zu machen, kann man da auch ganz vorsichtig ganz kleine Knipse machen mit der Schere. Ne? Dann sieht man es eben auch von der anderen Seite oder man markiert sich es gleich, wenn man passende Kreide oder den passenden Stoffmalstift hat, kann man sich ja auch gleich auf der rechten Seite auf der Nahtzugabe markieren. Jetzt legt ihr euch das Vorderteil, guckt quasi zu euch und das Rückenteil ist das mit den längeren Zipfeln. Das muss jetzt genau auf dieser Markierung enden und zwar, wenn ihr einen Bündchenstreifen angesetzt habt, dann endet diese Zwischenlinie auf der Markierung. Aber da ich ja jetzt die Ausschnittkante eingefasst habe, muss genau hier ist der Knips und mein Bündchenstreifen endet genau am Knips. Genau da ist die Markierung für euch. So steckt ihr euch jetzt die Teile aufeinander. Ihr seht hier schon, so viel ist das nicht. Das überlappt nicht so viel. Ne? Ihr müsst ja nachher auch überprüfen, ob ihr die richtige Markierung erwischt habt. Auf so einem Mehrgrößenschnitt sind ja leider auch immer sehr viele Linien, sodass man sich da ja auch mal vertun kann. Ich zeige euch gleich, wie ihr das noch überprüfen könnt. So, hier ist der Knips auf hier, wo mein Daumennagel ist. Und da endet dann auch wieder die Bündcheneinfassung. So. Jetzt fixiert ihr euch die beiden Teile auf der Nahtzugabe. Das heißt, dieses Stück der Überlappung wird jetzt einfach mit einem einfachen Geradstich der Nähmaschine einmal festgesteppt. Und wenn ihr schon dabei seid, empfehle ich euch auch bei der Damenversion und wenn ihr möchtet, auch bei den Kindern, diese Übergänge zu fixieren. Da kann man entweder Knöpfe draufsetzen, das sieht auch sehr schön aus, oder man kann hier einfach im Nahtschatten ein bisschen nähen. Man kann aber auch das ganze Stück. Ne? Hier ist ja schon eine Naht jetzt vom Absteppen vorhanden.
Auf diese Naht kann man auch nochmal eine Naht draufsetzen und diese Seite aufeinander sozusagen fixieren, damit das nachher nicht verrutscht. Das ist getragen einfach schöner, damit das nicht aufklappt. Ja? Bei der Little Ophelia, also bei der Babyversion, ist das nicht notwendig. Da müsst ihr halt auch immer erstmal gucken, ob ihr den Kopf noch durchbekommt. Ne? Babys haben ja im Verhältnis noch einen größeren Kopf, von daher müsst ihr da halt wirklich gucken. Aber die Damenversion und die Kinderversion sind so konzipiert, dass der Kopf auch noch durchpasst, wenn das eben hier fixiert bzw. zusammengenäht ist. Ja, gut. Also ich nähe jetzt mal die Teile auf den Nahtzugaben zusammen und dann sehen wir uns hier gleich wieder. Ja, ich habe das gemacht. Ich habe die Vorder- und Rückenteil hier auf der Nahtzugabe verbunden und ich habe auch dieses Stück nochmal im Nahtschatten der ersten Abstecknaht auf das Vorderteil genäht, sodass es später nicht aufklappen kann. Jetzt kommen die Ärmel dran. An den Ärmeln, also auf dem Schnittteil der Ärmel, befinden sich zwei Passmarken. Zwei Striche deuten an, wo der Ärmel ans Vorderteil passt und ein Strich deutet an, wo der Ärmel ans Rückenteil passt. Die Gegenstücke dazu befinden sich auf dem Vorderteil und dem Rückenteil des Schnittes. Die müssen jetzt, wenn wir den Ärmel anpassen oder feststecken, festklammern, wie auch immer, aufeinander passen. So wird garantiert, dass ihr den Ärmel nicht falsch herum einnäht. Ja? Also, hier sind die zwei Striche bei mir eingezeichnet. Die müssen auf diese zwei Striche passen. Das heißt, ich beginne hier unten. Ich gucke mal, ob die passen. Die passen 1A. Schwupp. Und dann stecke ich den Ärmel der Reihe nach fest. In der Rundung ist das ein bisschen knifflig. Das war eine reine Übungssache. So. Wo ist die Passmarke hier hinten? Da ist sie. Jetzt mal gucken. Passt auch. So, das sieht jetzt immer ein bisschen verzogen alles aus. Ist auch immer schwer zu fotografieren, finde ich. Also so würde das jetzt aussehen. Der Ärmel ist jetzt in die Armkugel gesteckt. Hier sieht man die Rundung ein bisschen besser. So sieht man die Rundung etwas besser. Ne? Und hier nähen wir den Ärmel jetzt in die Armkugel ein. Auf der zweiten Seite erfolgt das gleiche in grün. Wenn ein Ärmel richtig gesteckt ist, dann kann man den anderen ja schon gar nicht mehr vertauschen. Allerdings muss man auch auf der anderen Seite natürlich auf die Passzeichen achten, dass die aufeinander treffen, damit der Ärmel einfach korrekt in der Armkugel sitzt. Also ja, in der Armkugel. Okay, ich nähe das eben ein und dann sehen wir uns hier gleich wieder. Ja, die Ärmel habe ich jetzt in die jeweiligen Armkugeln genäht. Natürlich ist es hier so, wo das Bündchen mit drin ist und unten drunter auf der anderen Seite, dass das dort ein bisschen dicker ist. Wenn euch das stört, könnt ihr das nochmal schön ausbügeln. Ne? Ein bisschen platt bügeln und gegebenenfalls auch ganz knappkantig absteppen. Das könnte man auch noch machen. So. Jetzt kommen die entsprechenden Rockteile dran. Da müsst ihr aufpassen, dass ihr die nicht verwechselt. Das ist jetzt der untere Rockteil. Also unterer Rockteil ist ja klar. Es gibt keinen oberen und unteren Rockteil. Also für vorne wollte ich sagen. So, der kommt hier rechts auf diese Kante des oberen Vorderteils. Schwupp. Wird hier drauf gesteckt. Ich sage immer noch stecken, obwohl ich ja eigentlich klammere. Das ist ja eigentlich gar kein Stecken, aber irgendwie habe ich das so mal gelernt und schreibe das auch, glaube ich, in den Anleitungen immer so, obwohl es, wie gesagt, eigentlich ein Klammern ist. Aber es kann ja auch gut sein, dass einige von euch noch mit Klammern arbeiten,
Mit Klammern, da war er wieder, der Versprecher. Nee, mit Stecknadeln meinte ich. So. Das nähe ich jetzt also gleich zusammen, die zwei Teile. Und bevor ich wieder an die Nähmaschine gehe, stecke ich auch gleich das hintere Rockteil an das hintere Oberteil. So. Hier haben wir das gleiche, schön rechts auf rechts, die Kanten aufeinander. So. Gut, dann habe ich die beiden schon mal zusammengesteckt oder geklammert oder wie auch immer. Und dann nehme ich jetzt mein schon fast fertiges Kleidchen mit, nähe das mal zusammen und wir treffen uns hier gleich wieder. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Das meiste ist ja jetzt auch schon fertig. Was ich eben vergessen habe zu erwähnen, man kann natürlich in diese Teilungsnaht auch schöne Paspel, am besten natürlich eine dehnbare, oder aber einfach einen Jerseystreifen oder so mit einsetzen. Ne? Dann fällt es nicht so auf, dass das Muster so unterbrochen ist. Man kann da nachher aber auch einfach sich einen ganz langen Jerseystreifen zuschneiden. Zeige ich euch nachher noch. Habe ich mir für dieses Kleid nämlich auch so vorgenommen. Und da diese Teilungsnaht von mir hüftig konzipiert ist, sieht das dann auch sehr schick aus, wenn man sich dann einfach so eine Kordel als Gürtelersatz umbindet. Das würde auch gehen. Wobei ich dazu noch sagen muss, zum Sitz der Teilungsnaht, meine Schnitte sind professionell gradiert für die Größe einer Frau von 1,68 Meter in Größe 36 zum Beispiel. Ne? Mit zunehmender Größe wird es auch ein bisschen größer von den Körpermaßen her, aber wenn jetzt jemand 36 oder 38 trägt und ist 1,70 oder gar 1,75 oder noch größer, dann wird die Teilungsnaht natürlich je nachdem, wie diese Frau gebaut ist und wie die Proportionen des Unterkörpers und des Oberkörpers sind, natürlich nicht unbedingt auch hüftig sitzen. Es kann dann sein, dass die Teilungsnaht weiter oben oder weiter unten sitzt. In diesem Falle, wenn ihr dann letztendlich mit dem Ergebnis nicht zufrieden seid, könnt ihr euch das natürlich anpassen und die Oberteile von vorne und hinten etwas länger oder kürzer halt zuschneiden. Und dann müsst ihr eben nur gegebenenfalls den Rockteil noch verlängern oder verkürzen, ja? Also es ist natürlich klar, dass nicht ein Schnitt auf alle Figuren passen kann. Das geht leider nicht. Ich versuche immer das Beste rauszuholen, wenn ich beim Probenähen so sehe, wie das so sitzt und irgendwie einen Mittelweg für alle zu finden. Aber ich werde es nie schaffen, es allen recht zu machen. So sehr ich mir auch Mühe gebe. So, wir wenden das Ganze jetzt, sodass alle Teile rechts auf rechts zu liegen kommen. Und ich beginne dann immer hier an der Achsel. So. Und dann soll natürlich auch die Teilungsnähte aufeinander genau treffen. Die Achselnähte, die Teilungsnähte, das kann man sich so als Anhaltspunkt nehmen. Was man gut machen kann, ist, dass man die Nahtzugaben in verschiedene Richtungen packt, wenn man mit der Overlock genäht hat. Eine nach oben, eine nach unten, natürlich auf beiden Seiten dann gleich, damit es da nicht so dick ist. Ne? Da kommt die Overlock dann besser drüber. Man hat dann da auch nicht so einen großen, dicken Hubbel. Ach ja, so von der Naht her natürlich. So. Und den Ärmel auch noch. Selbstverständlich kann man mit der gleichen Technik, die ich euch am Ausschnitt gezeigt habe, auch die Ärmel einfassen. Das müsste man dann jetzt, bevor das Ganze zusammengenäht wird, tun. Ja? Man müsste die Ärmel, könnte man nach der gleichen Technik eben auch einfassen mit so einem Streifen. Und dann würde man nach dem Einfassen erst hier die Seitennähte in einem Zug schließen. Fällt mir nur gerade so ein. So, eine Seite ist fertig und das gleiche auf der anderen Seite auch nochmal. Auch unter den Achseln lege ich die Nahtzugaben in entgegengesetzte Richtung.
fühlt sich auch beim Tragen einfach schöner an. Ich habe hier die schmale, schrägstrich enge Variante gewählt. Wer die weite Variante wählt, hat hier natürlich eine andere Naht. Da ist hier mehr Platz, ne? Also es ist dann nicht so tailliert einfach. Das sieht man dann am Schnittmuster auch. Auch da kann man natürlich noch ein bisschen variieren. Wenn jetzt jemand sehr schmal gebaut ist oder eben sehr viel Taille hat, also eine sehr schön ausgeformte Taille, dann kann man auch hier noch mehr Taillierung einfach dazugeben. Das ist ganz einfach, indem man dann einfach von der Achsel aus dann hier noch mehr in die Taille geht, ne? Ja, wer da auf Nummer sicher gehen will, dem kann ich nur, wie bei allen anderen Schnitten auch raten, einen Probeteil zu nehmen. Ist halt einfach so, hat sich immer noch am besten bewährt, damit man da jetzt nicht vielleicht, wenn man die Lady Ophelia näht, dann sind ja fast 2 Meter weg, je nach Größe, ne? Das ist natürlich dann schade, erst recht, wenn es ein Stoff ist, den man vielleicht nicht nochmal nachkaufen kann. So. So sieht das Ganze jetzt aus, zusammengesteckt überall, und wir schließen jetzt die Seitennähte in einem Zug, links und rechts. Wir heißt, ich mache das jetzt, wir treffen uns gleich hier wieder und ihr näht das dann später nach. Ja, jetzt ist alles zusammengenäht und ich habe es auch schon gewendet. So sieht das Kleid jetzt aus. Jetzt fehlen eigentlich nur noch die Säume. Wie gesagt, man kann jetzt hier, das sind jetzt lange Ärmel, aber wenn man 3/4 Ärmel zugeschnitten hätte, könnte man 3/4 Ärmel säumen. Man kann einen kurzen Ärmel normal säumen. Normal säumen heißt einfach nur die Saumzugabe links auf links, also nach innen klappen. Und gegebenenfalls, wer das möchte, die Schnittkante vorher mit der Overlock versäubern. Ist aber nicht notwendig, Jersey Franz ja nicht aus und ich mache das gleich mit der Cover und deswegen werde ich das vorher nicht versäubern. Kann man aber machen. So, oder eben in meinem Fall den langen Ärmel einfach säumen. Natürlich kann man auch ein ganz schmales Bündchen oder ein bisschen längeres Bündchen anbringen. Da muss man sich eben den Ärmel ausmessen und gegebenenfalls eben auf die richtige bzw. gewünschte Länge kürzen. Im Babyschnitt Little Ophelia wird es diese 3/4 langen Bündchen-Schnittteile nicht geben, weil ich das für Babys ziemlich unpraktisch finde. Da sind ja die Ärmel, also die Arme an sich noch nicht so lang. Das sieht dann ein bisschen komisch aus. Dann gibt es ja normale Bündchen, ne? Die sind ein bisschen kürzer als diese 3/4 Bündchen. Also als die langen Bündchen Schnittteile, die an den 3/4 Ärmel passen. So rum ist es richtig ausgedrückt. Und hier unten wird noch gesäumt. Da kann man sich auch vieles vorstellen, zum Beispiel einen Rollsaum. Oder noch eine Spitze annähen, sollte aber eine leichte Spitze sein, wenn sie zu steif ist, dann fällt der Rock nicht schön. Der fällt ja doch so ein bisschen ganz leicht lockig, nicht zu extrem, aber ein bisschen. Und auch hier wird jetzt einfach die Saumzugabe links auf links, also nach innen geklappt, immer im gleichen Abstand. Ich mache das per Augenmaß, das habe ich jetzt schon so oft gemacht, dass das bei mir immer hinhaut. Ihr könnt euch das natürlich aber auch aufzeichnen oder ausmessen. Und bei einem runden Saum, wie bei diesem Rockteil, darf das nicht zu viel sein, die Saumzugabe. Ich mache da immer so 2 bis 2,5 cm, sonst wird es schwierig, so einen runden Saum halt umzuklappen, ne? Das wird dann Falten werfen. Das ist dann einfach schwieriger. Von daher kann man sich das ja gleich einfach machen und das nicht zu breit stecken. Umklappen. Umklappen und stecken. Dann wird das gute Stück gleich noch gesäumt von mir. Das ist auch relativ witzlos. Da braucht ihr nicht dazu gucken.
Hier sieht man es nochmal, wie es umgesteckt ist. Und was ich euch ja noch zeigen wollte, war eine Kordel. Ich habe mir jetzt für dieses Kleid schon eine graue zugeschnitten und fertig gemacht. Und ich zeige es euch auch nochmal an einem Beispiel. Das sind jetzt ungefähr 3 cm. Das ist ein dünner Jersey. Und wenn ich den einfach so ziehe, dann rollt er sich schön ein. Und dann kann ich daraus für mich ein, ja, sowas wie einen Gürtelersatz machen. Wenn man mit dem Fadenlauf zuschneidet, rollt sich das Ganze so ein, dass die rechte Stoffseite außen ist. Und wenn man gegen den Fadenlauf zuschneidet, dann ist die linke Stoffseite außen. Finde ich aber bei Jersey jetzt nicht so schlimm. Macht auch optisch nichts, aber kann ja sein, dass jemand von euch da Vorlieben hat. Und ich habe ja meistens immer nur 1 Meter oder mal 1,5 Meter. Und wenn man dann nicht mehr so viel von der gewünschten Farbe hat, dann muss man halt längs zuschneiden, damit man auf die gewünschte Länge der Kordel überhaupt kommt. Ne? Bei so einem Damenschnitt, bei so einem Kleid, wenn es dann um die Hüfte passen soll, braucht es ja auch ein bisschen. Und dann will man das ja vielleicht auch noch ein bisschen überstehen haben. Ne? So seitlich oder wo auch immer. Das ist ja jetzt nur ein Beispiel. So, dann kann man sich hier so Knoten machen oder ein Schleifchen und dann hängt es hier noch so runter. Ne? Also ist auch eine schöne Variante, um das noch ein bisschen aufzupeppen. Ja, gut, ich werde es jetzt wie gesagt mal säumen an den Ärmeln und unten am Rockteil. Und wenn mir das gut passt, was ich hoffe, ziehe ich das auch noch mal für euch an. Dann seht ihr mal, wie das fertig gedacht ist von mir. Ja, okay, so oder so sehen wir uns gleich noch mal wieder. Ja, da ist es. Das Lady Ophelia Kleid ist fertig. Mein neues Schmuckstück. Ich hoffe sehr, dass euch der Schnitt gefällt. Ich bin kurz davor, jetzt schon den Abspann zu sprechen, aber jetzt fällt mir gerade noch ein, ach ja, ich wollte euch ja auch noch zeigen, wie man das Shirt näht. Das mache ich gleich, allerdings werde ich mir erstmal was zu essen gönnen, denn es ist gerade Mittagszeit, davon kriegt ihr nichts mit. Ich schneide das nachher zusammen, aber ja, okay. Also, so sieht das Kleid aus. Wie gesagt, sitzt leicht hüftig. Ich habe mir jetzt hier diese Jersey-Kordeln noch drum gemacht. Kann man dann eben je nach Lust und Laune dran machen oder weglassen. Kann man sich natürlich auch, wie gesagt, als Paspel dauerhaft einarbeiten, je nachdem, wie man möchte. Der Schnitt hat ein paar Varianten, sodass ihr damit hoffentlich eine Menge anfangen könnt. Ich finde, er ist ganzjahrestauglich, kann man jetzt im Winter zu Stiefeln tragen, kann man im Sommer tragen, kann man sich ja dann auch ein bisschen kürzer eventuell sogar zuschneiden und mit kurzen Ärmeln. Ja, gut, ich habe nochmal eine ähnliche Farbkombi als Shirt vorbereitet und das zeige ich euch dann jetzt gleich. Okay, kommen wir also zum Shirt. Beim Shirt ist es so, dass wir das Vorderteil im Bruch zuschneiden und das Rückenteil ebenfalls, habe ich ja schon gesagt, am Anfang, als ich euch das Kleid gezeigt habe. Wir brauchen also einmal Vorderteil, einmal das Rückenteil und zweimal den Ärmel, der wird gegengleich zugeschnitten. Auch hier mache ich wieder eine ganz einfache Langarmversion, das trage ich im Moment einfach am liebsten. Noch ist der Frühling ja leider fern, von daher kann man die Langarm-Shirts jetzt auch noch gut gebrauchen. So, da wir hier jetzt ja das Rückenteil nicht erst noch aufeinander nähen müssen, sondern in einem Teil vorliegen haben, können wir jetzt direkt mit den Ausschnittkanten beginnen. Jetzt zeige ich euch die etwas einfachere Variante. Und zwar, auch hier habe ich wieder einen Bündchenstreifen, der 4 cm breit ist. Wenn ich den dann angenäht habe und die Nahtzugabe weg ist, dann, ja, Moment, dann bleibt was, ja, dann ist der so zwischen 1 und 1,5 cm breit nachher. Das mag ich am liebsten. Konzipiert ist, wie gesagt, der Ausschnitt für einen Bündchenstreifen, der angesetzt wird, der zwischen 1 und 1,5 cm breit ist. So, jetzt wird das hier links auf links geklappt und hier festgesteckt. Auch bei dieser Version gilt, hier oben bei der Außenrundung nicht
Oder wenn ihr ein sehr labbriges Bündchen habt, nur minimal dehnen. Und dann, wenn ihr hier runter geht, könnt ihr schon ein bisschen mehr dehnen. Und hier unten in der Innenrundung dann noch etwas mehr, etwas stärker dehnen. So, das ist jetzt dann ziemlich einfach zu nähen. Auch hier an den Enden wieder überstehen lassen, ne? Das gleiche auch nochmal mit dem Vorderteil. Wird es hier einfach nur aufeinander genäht, dann klappt ihr die Nahtzugabe nach innen und steppt es auf Wunsch, nur wenn ihr möchtet, aber ich finde, dass es dann schöner aussieht, von rechts nochmal ganz knappkantig ab, sodass die Nahtzugabe halt fest liegt und nicht immer im Shirt hin und her sich bewegen kann. Das sieht nachher dann ein bisschen glatter und gerader aus. Ja, ich mache das mal eben und dann zeige ich euch hier nochmal die Besonderheit, wie man eben das Rückenteil auf das Vorderteil klappt. Ja, bis gleich. Ja, jetzt ist der Bündchenstreifen angenäht und von mir auch gleich abgesteppt. So sieht das aus. So und so von hinten. Wenn sich das zu sehr beult, wie gesagt, da kann ein Dampfbügeleisen wahre Wunder bewirken. Aber auch normales Bügeln hilft da oft schon. Ne? Hier ganz bisschen wellt es sich jetzt hier auch. So, jetzt müssen wir wieder das gleiche machen, wie beim Kleid eben auch schon gezeigt. Das Rückenteil wird über das Vorderteil geklappt. Vorderteil liegt vorne, Rückenteil kommt von oben quasi. Hier sind meine Knipse. Und wenn ihr jetzt diese Version mit angesetztem Bündchenstreifen habt, dann muss der Knips auf diese Nahtkante treffen. Also genau zwischen Bündchenstreifen und Jersey. Ja, beim Kleid, wenn man es, als wir es eingefasst hatten, da musste ja das Ende der Einfassung auf den Knips treffen. Hier ist es wirklich genau zwischen Bündchenstreifen und Jersey. Das ist ganz wichtig, denn so habt ihr die Möglichkeit, die Breite des Bündchenstreifens zu variieren. Wenn ihr den breiter macht, passt es trotzdem von der Passform immer noch genau. Ja? Darum habe ich das so gradieren und konzipieren lassen. Denn so ist es in der Anwendung doch einfacher, beziehungsweise könnt ihr das individueller handhaben. Auch hier wieder genau auf die Linie und jetzt mache ich wieder das gleiche wie beim Kleid. Es wird jetzt hier hier dieses Stück mit der normalen Nähmaschine fixiert. Ganz wichtig ist immer, dass ihr hier dann jetzt nicht extrem rüberzieht. Darum ist es ja auch so wichtig, dass ihr diesen Bündchenstreifen überstehen lasst und dann ordentlich abschneidet. Denn wenn ihr hier jetzt so eine Ecke hättet, ist mir auch schon mal passiert, und zu wenig, und ihr zieht das dann so rüber, dann sitzt das nachher nicht schön, ne? Weil es dann logischerweise hier mehr gedehnt wird, als es sollte. Das ist auch ganz, ganz wichtig. So, damit es nachher auch wirklich gut sitzt. Ein amerikanischer Ausschnitt, das ist leider so, der ist nicht unbedingt für Anfänger was. Es ist ein bisschen Fummelei, es gehört ein bisschen Erfahrung dazu, wie ich Bündchen annähe. Das Bündchen darf hier, wie gesagt, nicht zu doll gedehnt sein, muss aber hier dafür umso mehr gedehnt werden. Und auch muss man Fingerspitzengefühl haben und sorgfältig arbeiten, wenn man das hier zum Beispiel aufeinander fixiert und so weiter und so fort. Also ich war bisher nie ein Fan vom amerikanischen Ausschnitt, das gebe ich ehrlich zu. Aber ich habe so dermaßen viele Anfragen bekommen, ob ich nicht endlich mal ein Shirt mit amerikanischem Ausschnitt machen kann. Nun hatte ich die Idee und habe mich zu dem
quasi Kleid hinreißen lassen, weil ich unbedingt ein Kleid wollte und habe gesagt, gut, dann verbinden wir das, machen wir Kleid mit amerikanischem Ausschnitt. Und als ich dann schon dabei war, habe ich gedacht, gut, jetzt ist es zum Shirt auch nicht mehr weit, dann machen wir 2 in 1. Ja? Jetzt bin ich ganz froh, muss ich sagen. Ich finde, das ist ein super Hingucker. Wenn das ordentlich gearbeitet ist, sieht das super gut aus. Ja, ich freue mich, dass ich mich habe überreden lassen von meinen lieben Kundinnen und Fans, das zu machen. Und ja, ich hoffe natürlich, dass ihr daran genauso viel Freude haben werdet wie ich. Was man auch machen kann, wollte ich euch noch eben zeigen. Man kann auch Jersey nehmen, das ist Jersey. Bei Jersey, wenn ihr Jersey als Bündchenstreifen nehmt, müsst ihr natürlich darauf achten, dass der mindestens ein paar Prozent Elastan enthält, ne? Sonst wird es schwierig. Ja, aber auch da bedarf es ein wenig Übung. Ansonsten kann ich euch immer nur empfehlen, euch so eine Kante mal auszuschneiden und mit dem Bündchenstoff, den ihr da habt, einfach mal so einen Testlauf zu machen, ne? Dann, dass ihr so ein bisschen das Gefühl dafür bekommt, wie sehr ihr das dehnen müsst. Ja, wie man die Ärmel einnäht, das ist identisch mit der Kleidversion. Das werde ich jetzt also nicht nochmal zeigen, auch um das Video jetzt nicht extrem lang werden zu lassen. Ich mache die Schritte also soweit alle mal fertig und säumen ist im Prinzip ja auch dasselbe, nur dass man eben nicht den Rockteil säumt, sondern nachher die Unterkante vom Shirt. Und bei den Ärmeln ist es auch nochmal das Gleiche. Ja? Also wenn ich das Shirt gleich fertig habe, dann zeige ich euch das auch gern nochmal und dann sehen wir uns zu dem Abschlusswort gleich nochmal wieder. Ja, so, jetzt war es das aber wirklich. Jetzt habe ich mir auch noch ein Ophelia-Shirt genäht, beziehungsweise ja eigentlich Lady Ophelia, aber ja, sind ja alles dieselben Schnitte. Heißt halt Ophelia, nur unterteilt in Lady Ophelia für die Damen, Ophelia für die Kinder und Little Ophelia für die Babys bzw. Kleinkinder. Ja, das ist jetzt die Shirt-Variante, auch wieder einfach gesäumte Ärmel, einfach gesäumter Saum. Diesmal den Ausschnitt mit dem dafür vorgesehenen 1,5 cm breiten Bündchenstreifen. Ja, das ist so die Grundvariante, die ich mir überlegt hatte. Wie gesagt, ihr habt ja jetzt gesehen, dass man auch den Ausschnitt einfassen kann. Das sieht auch sehr hübsch aus. Ich hoffe, dass ihr alles gut erkennen konntet, dass ihr ein bisschen schmunzeln konntet über meine anfänglichen Versprecher. Vielleicht war es noch ein bisschen früh heute Morgen, kann sein. Ja, und natürlich nicht zuletzt hoffe ich sehr, dass euch der Schnitt gefallen wird, dass es wieder viele gibt, die sagen, bei mir sitzt er gut. Klar, es werden nicht alle das sagen können von sich, das ist leider so. Das geht auch meinen Schnittmustererstellerinnen, Kolleginnen so. Niemand passt in jeden Schnitt gleichermaßen gut, so ist das eben. Es wird immer nur ein paar geben, bei denen das wirklich gut sitzt und bei ein paar anderen sitzt es vielleicht gerade so, dass man sagen kann, damit bin ich noch zufrieden und es wird auch immer ein paar geben, wo es einfach nicht sitzt. Das müssen wir leider so hinnehmen. Das geht bei den Damen nicht anders und es hängt ja auch ein bisschen vom Geschmack ab, gell? Also von daher hoffe ich, dass ich euch eine große Freude machen konnte, indem ich eurem Wunsch nach einem amerikanischen Ausschnitt nachgekommen bin. Für mich sind es gleich 2 Premieren gewesen. Ich habe vorher so gut wie nie Kleider getragen, nicht mal im Sommer. Und jetzt habe ich schon 4 oder 5 neue Lieblingskleider im Schrank, die ich auch tatsächlich regelmäßig anziehe. Und ich war vorher auch kein Fan vom amerikanischen Ausschnitt, hatte ich schon erwähnt. Und das bin ich jetzt dafür aber umso mehr, denn das finde ich richtig schick. So, ja, wie gesagt, ich hoffe, es gefällt euch und ich habe mich wiederholt zum 3. Mal. Okay, macht nichts, aber jetzt mache ich wirklich Schluss. Wir sehen uns beim nächsten Schnitt wieder. Tschüss!